Hallo zusammen. Und willkommen zu einem neuen Video endlich mal wieder. Das letzte Video liegt jetzt leider schon eine Zeit lang zurück. Das Wetter war einfach unglaublich beschissen die letzten Wochen. Es hat echt nur geregnet, war super stürmisch. Da ging leider gar nichts. Ja, dafür habe ich heute echt Glück. Super schöner Tag, super sonnig. Es hat auch echt wieder kräftig geschneit hier im Schwarzwald, wie man sieht. Aber es ist auch arschkalt. Minus 10 Grad, wo ich heute hier bin. Ja, heute bin ich im Windpark Hornberg unterwegs. Liegt gegenüber vom Windpark Hohenlohen, quasi auf der anderen Seite des Kinzigtals. Hier stehen 5 Anlagen. 2 E82, 98 Meter Nabenhöhe und noch eine ganz neue Enercon E115 von letztem Jahr. Noch mal schön den Unterschied zwischen 82 und E115. Ja, Wind geht auch sehr gut, wie man sieht. Die Anlagen pitchen die Rotorblätter aus dem Wind. Ich habe die Drohne dabei. Ich bin mal gespannt, wie das wird mit dem Wind. Aber die Kleine schlägt sich eigentlich relativ wacker, auch bei relativ starkem Wind. Ja, warum ich eigentlich hier bin heute, ich habe den Tipp bekommen. Hier stehen nämlich 2 Fuhrländer FL1000 auf 110 Meter Nabenhöhe angeblich. Das ist echt der Hammer. So kleine Anlagen auf so riesigem Turm. Ja, man sieht, die Anlagen stehen hier auf so einem Betonsockel. Und darauf steht dann erst die eigentliche Anlage. Es kann schon hinkommen, dass die 110 Meter hat. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal anschauen und auch mal mit der Drohne gucken, ja, ob das wirklich 110 Meter sind. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der ersten Fuhrländeranlage und jetzt schaut euch bitte mal diesen fetten Turm an. Das ist der Hammer, ey. Erst kommt dieser fette Betonturm und da oben drauf steht dann erst die eigentliche Anlage. Krass, ey. Ich habe noch nie so eine Mini-Anlage auf so einem riesen Turm gesehen. Das ist echt der Hammer. Ja, ich habe mal gezählt, das sind so 9 Betonsegmente. Ich schätze mal, die sind so 3-4 Meter hoch. Ja, dann ist der Turm so 40 Meter hoch. Die eigentliche Anlage dann nochmal so 70 Meter und dann kommen wir auf die 110 Meter. Ich war gerade mit der Drohne oben, also es sind 110 Meter. Das ist echt der Hammer. Ja, wie man sieht, die Rotorblätter sind ziemlich vereist. Ich schätze mal, deshalb steht die Anlage auch. Die hat leider keine Blattheizung. Windreich, Windenergie seit 1999 steht da drauf. Scheint der Betreiber zu sein. Ja, schade, dass ich nicht drehe. Hätte ich echt gerne mal gesehen. Aber man kann nicht alles haben. Hier oben sieht man die Tür, wo es dann in die eigentliche Anlage reingeht. Unten im Betonturm ist auch noch eine Tür, wo es reingeht. Wahrscheinlich erst die Leiter hoch bis zum Betonturm oben drauf, da geht es dann raus und dann in die andere Anlage rein, die eigentliche Anlage rein. Verrückt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schornstein. Ja, Anlage Nummer 2 steht hier drüben. Ah, ich hoffe, man sieht was mit der Sonne. Das ist auch echt ein super schönes Bild. So krass verschneit. Wunderschön. So, ich stehe jetzt nochmal unterhalb des Turms von Anlage 2, um euch einfach nochmal diese krassen Dimensionen zu zeigen. Also mir kommt es fast so vor, als ob der Turm sogar noch dicker ist als von den E82 mit 98 Meter Nabenhöhe. Der ist echt der Wahnsinn, der Turm. Krass, ey. Da oben sieht man auch nochmal das Fuhrländer-Logo. Ja, Fuhrländer gibt es ja leider nicht mehr.
ist ja vor ein paar Jahren leider pleite gegangen. Die FL 2500 war ja so die größte Anlage, die sie noch gebaut haben. Und danach war Schluss. Da hinten nochmal die andere Anlage. Schön von der Sonne angestrahlt. Das sieht echt ulkig aus, dieser riesige Turm und der Mini-Rotor. Rotordurchmesser sind 54 Meter, also ein Rotorblatt 26 Meter. Schon echt verrückt. Frage ich mich auch, warum sie die auf so einem riesigen Turm gebaut haben. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ist ja eigentlich ein relativ windhöfiger Standort hier. Aber finde ich geil. Vielen Dank für den Tipp. Mal wieder eine kleine Rarität hier. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von der E82. Und die gibt heute natürlich Vollgas bei dem Wetter. Die kann die Top-Windbedingungen echt nutzen. Die hat eine Blattheizung für so eisiges Wetter. Die muss nicht abstellen wie die Fuhrländer. Boah, ist auch so ein geiles Geräusch, ey. Ja, hier drüben steht dann die zweite E82, hier hinterm Wald versteckt. Und hier drüben dann die Enercon E115. Das ist auch echt ein wunderschönes Bild mit dem verschneiten Wald. Super cool. Da sieht man auch schön, dass sie die Flügel aus dem Wind pitcht, wenn man genau hinschaut. Echt mega schön. Hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die beiden FL1000 aus der anderen Richtung. Sieht auch echt super cool aus, wie sie so aus dem Wald hier rausgucken. Echt schade, dass sie nicht laufen. Hätte ich echt gerne mal gesehen. Aber man kann nicht alles haben. Ja, hier ist jetzt die zweite E82, die auch mächtig Gas gibt. Ja, hier ist so eine Art Bikepark mit so ein paar Sprungschanzen und so Kram. Naja, wenn der Schnee weg ist, komme ich hier vielleicht mal mit dem Mountainbike her. So, was ich jetzt noch entdeckt habe, was ich euch gerne noch zeigen wollte. Von hier aus sieht man jetzt auch den Windpark Hohenlohen mit den E138 GP3, den ich jetzt schon oft gefilmt habe. Videos dazu gibt es auf meinem Kanal. Da hinten ist er. Quasi auf der anderen Seite des Tals. Hier die Anlage 1, die schon fertig ist. Und da dann die anderen Anlagen. Bei der zweiten Anlage war ich ja beim letzten Mal. Wo nur noch die Rotorblätter fehlen. Ich habe bisher immer noch nichts getan. Ja, das Wetter setzt dem Bau der Anlagen einfach ziemlich zu. Da geht gar nichts. Die Rotorblätter können nicht auf den Berg transportiert werden. Beziehungsweise, ja, der Kran ist auch runtergeklappt, weil es zu windig ist. Die Zuwägungen sind alle vereist. Naja, nächste Woche wird es ja wieder ein bisschen wärmer. Mal gucken, ob es dann weitergeht. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich hier in der Nähe von der E115. Liegt etwas niedriger, hier ganz versteckt im Wald. Und hier sieht man nochmal den krassen 149 Meter Turm. Die ist auch brandneu, letztes Jahr im Sommer erst gebaut. Hat auch schon das neuere Design. Mit dem abgeflachten Maschinenhaus.
Gefällt mir persönlich eigentlich ziemlich gut. Nur schade, dass keine Typenbezeichnung mehr dran ist. Aber schon geil, die E115. Wenn jetzt die nächsten Jahre die E115 EP3 gebaut werden, werde ich hier das iDesign echt vermissen. Weil die sind echt nicht hübsch. Ja, dann werde ich mich mal auf den Rückweg machen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Kanal natürlich abonnieren, nicht vergessen. Ja, und dann folgt jetzt hier im Anschluss das Drohnenvideo. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und bis bald.